Fridays for Future ist im Grunde genommen eine Klimabewegung, die sich vor allen Dingen auf Schülis und Studierende bezieht, beziehungsweise von ihnen auch gegründet wurde. Genau, wir kümmern uns darum, dass halt einfach das Problem Klimaerwärmung und ja, der Klimaschutz ein wenig mehr in der Bevölkerung ankommt und sorgen hauptsächlich für Sichtbarkeit, aber auch natürlich mit Demonstrationen dafür, dass die Politik endlich mehr Maßnahmen dementsprechend quasi ja, stellt. Dann stell dich doch nun mal bitte kurz selbst vor. Ja, also ich meine, du vertrittst hier Fridays for Future. Ja, wie bist du zu der Bewegung gekommen? Warum hast du dich dem angeschlossen? Also mein Name ist erstmal Nils, genau, ich spreche für Fridays for Future Berlin, genau genommen. Und der Anschluss an die Bewegung kam tatsächlich bei mir ziemlich spät. Ich war schon immer, also meine Schule, auf die ich damals gegangen bin, war auch schon immer ein wenig grüner und linker. Und irgendwann 2019 haben wir dann auch an ein paar Demonstrationen von Fridays for Future teilgenommen. Und ich fand es immer sehr cool, besonders auch, weil ich selber sehr ja, mit einem Augenmerk auf die Natur quasi aufgewachsen bin. Und das Problem ja schon, ja, also schon damals in meinem Leben quasi Anklang gefunden hatte. Genau, und bin dann regelmäßig auf die Demonstration gegangen und hatte bis dahin immer nicht so einen Anhaltspunkt dazu und wusste nicht ganz, wie ich mich selber aktivieren kann und hatte dann irgendwann quasi Freunde von mir oder jetzt Freunde von mir kennengelernt, die bei Fridays for Future aktiv waren oder sind und hatte da mal gefragt, ja, kann man denn irgendwas tun? Wie kann ich mich denn selber quasi da aktivieren und wie kann ich dafür sorgen, dass wir eine lebenswertere Zukunft haben? Und ja, kurzerhand haben wir die Kontaktdaten ausgetauscht und ich wurde zu dem ersten Onboarding quasi eingeladen und bin dann quasi erstmal so ein bisschen durch die Strukturen von Fridays for Future geguckt oder habe da ein bisschen durchgeguckt und bin dann irgendwann in dem Bereich der Pressearbeit gelandet. Wir haben Pressekonferenzen gemacht, Pressemitteilungen geschrieben und genau, führen halt auch Interviews für bestimmte ja, Presseleute oder halt auch anderweitige Interessenten. Genau. Kritiker von Klimaschutzmaßnahmen führen immer wieder an, Klimaschutz sei zu teuer, eine Gefahr für wirtschaftliche Stabilität und Arbeitsplätze. Würde politisch instrumentalisiert und dabei in seiner potenziellen Auswirkung dramatisiert, ja? Wie begegnest du solchen immer wiederkehrenden Aussagen? Was hältst du dagegen? Hauptsächlich Fakten. Also genau, wir haben einmal den Punkt natürlich dieses großen Klischees, ihr wollt uns alles wegnehmen. Und das hatte ich ja gerade schon gesagt, wir von Fridays for Future beispielsweise auch, führen nicht wirklich eine ja, Konsumkritik vor uns her. Da wir nicht darüber bestimmen können oder genug über die Lebensgrundlagen der Menschen wissen, um zu sagen oder um vorzuschreiben, wie jemand zu konsumieren hat. Natürlich sind wir für jeden dankbar, der ein bisschen auf seinen ökologischen Fußabdruck achtet, aber viele Leute oder ein Großteil der Menschen können es sich nicht leisten, jeden Tag Bio einzukaufen, sich ein neues Auto zu kaufen, Klamotten von umweltfreundlichen Herstellern zu beziehen. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir als ja, als Fridays for Future in dem Sinne an die Politik appellieren und quasi mit der Bevölkerung arbeiten wollen und nicht gegen die Bevölkerung. Dementsprechend genau. Auch dass die Thematik zu überdramatisiert ist, ist faktlich einfach falsch. Wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse. Europa ist einer der sich doch am schnellsten erhitzenden Kontinente und man merkt auch jetzt schon die Auswirkungen der Klimakrise. Und wenn wir jetzt nichts tun, wird es später nur noch schlimmer. Das sind meist Leute aus einem bestimmten Bereich, die bestimmte Ängste mitbringen und diese Ängste können natürlich auch getilgt werden durch bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, die natürlich in der richtigen Art und Weise angesetzt werden müssen. Wie ist das, wenn jetzt insbesondere junge Menschen sich in ihrem persönlichen Umfeld für Klimaschutz stark machen wollen? Ja, was sind denn deine Erfahrungen? Was sind gute Wege, gute Argumente im Verwandten, Bekannten, Freundeskreis, um diese dazu zu motivieren, Klimaschutzgesichtspunkte, Klimaschutzhandlungen ins Alltagsleben zu integrieren?
Vor allen Dingen glaube ich, nicht nur per se aufs Klimaschutz raufzuhämmern. Also es gibt natürlich Leute, und das akzeptieren wir auch, die sind halt so sehr in ihrer eigenen Bubble gefangen, dass es beinahe unmöglich ist, diese Menschen da rauszuholen, weil man halt einfach so sehr verkopft ist. Und ich werde auch, mein Opa, okay, der ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich werde, ja, weiß ich nicht, den Opa meiner besten Freundin nicht unbedingt dazu überzeugen, jetzt komplett klimaneutral zu leben. Das ist auch sehr weit gegangen. Hauptsächlich, wie gesagt, fokussieren wir uns auch auf ja, den politischen Kontext. Man muss aber dazu sagen, einer der großen Punkte, mit denen ich immer viele Leute geschafft habe zu überzeugen, ist die Sache, dass Klimaschutz nicht nur Klimaschutz zur Folge hat, sondern auch viele andere Vorteile mit sich bringt. Beispielsweise, wenn man ein bisschen darauf achtet, wie viel Energie man verbraucht, ist am Ende des Tages der Geldbeutel ein wenig gefüllter. Oder wenn man nicht jedes Mal die Plastiktüte kauft, sondern daran denkt, einen Rucksack mitzugeben beim Einkaufen, auch finanziell einfach sinnvoller. Genauso wie wenn man mit dem ÖPNV unterwegs ist oder eine grünere Stadtluft hat, ist es für die Gesundheit um einiges sinnvoller. Aber auch wenn man sich halt jetzt weiter dazu einsetzen will, kann halt auch, wenn Ökostrom quasi und umweltfreundliche Elektrizität mehr gefördert wird, kann es auch durchaus in der Zukunft eine billigere Alternative sein. Genau, besonders auch Fleisch ist sehr teuer. Nicht teuer genug, aber sehr teuer vor allen Dingen. Das ja schont dann auch wieder den Geldbeutel. Also so eine Dinge einfach, dass Klimaschutz nicht nur Klimaschutz zur Folge hat. Wenn du jetzt mal überlegst aus deiner Erfahrung, ja, wie sollte man Verwandte, Befreunde genau nicht ansprechen, ja, wenn man sie also quasi von mehr Klimaschutz überzeugen will? Was ist deiner Erfahrung nach kontraproduktiv? Vor allen Dingen die Täterperspektive. Du bist der Böse, weil du es nicht schaffst, Klimaschutz zu machen. Du hast keine Ahnung und quasi mit ja, so negativen Dingen auf die Person einzugehen. Sowas verleitet natürlich auch sehr, in eine Angriffshaltung zu gehen. Also niemand, der gerade lebt, ist aktiv zu 100% schuld an der Lage, die wir heute haben. Und deswegen ist es auch falsch, quasi mit Gewalt und Aggressivität Leuten gegenüberzustehen, die halt es nicht schaffen, in ihrem Leben Klimafreundlichkeit zu integrieren oder die vielleicht noch nicht komplett überzeugt davon sind. Es geht darum, also eine Konversation auf Augenhöhe zu führen und die Leute sagen, hey, also auf die Leute zugehen, zu schauen, okay, hey, was kann ich tun, damit es dir vielleicht einfacher fällt? Was sind deine Punkte dagegen? Wie kann ich dir quasi deine Punkte, ja, nehmen hört sich so böse an, aber wie kann ich quasi deine Perspektive auf die aktuelle wissenschaftliche Lage quasi einstimmen. Und vor allen Dingen aber auch dieses Ganze, oder was auch viel gemacht wird, dass immer das sehr hohe Fachsimpeln. Und die Wissenschaft hat natürlich eine tragende Rolle in der ganzen Geschichte. Aber jemanden mit Fachwörtern und Gesetzen und wissenschaftlichen Dingen vollzuladen, sorgt auch schnell dafür, dass die Menschen zumachen. Also freundlich und freundschaftlich aufeinander zugehen, ist, glaube ich, die Devise, was das angeht. Jetzt mal, wenn sich jetzt jemand entscheidet, doch noch einen Schritt weiter zu gehen, ja, sich lokal beziehungsweise kommunal beziehungsweise lokal für Klimaschutz engagieren zu wollen, aber nicht so genau weiß, wo und wie kann ich eigentlich damit anfangen? Wen kann ich ansprechen? Ja, wie nehme ich zu Gleichgesinnten Kontakt auf? Was hast du da für Vorschläge und Tipps? Also im Grunde genommen, vor allen Dingen kann man sagen, als erster Punkt, Fridays for Future ist beinahe überall. Also vor allen Dingen in Deutschland sind wir bis in das kleinste Dorf hinein, haben wir kleine Gruppierungen und ja, Pläne, die halt stattfinden, und auch der internationale Austausch, beziehungsweise vor allen Dingen der deutschlandweite Austausch, ist sehr gut. Also ich glaube, man hat in der Nähe auf jeden Fall schon mal oder jeder in Deutschland hat schon mal eine Fridays for Future Demo mitbekommen. Man muss natürlich auch schauen, wie sind meine Kapazitäten in der Thematik. Also wie viel kann ich eigentlich tun, wie viel habe ich Zeit? Nicht jeder hat die Zeit, 40 Stunden in der Woche sich quasi ranzuhängen und zu schauen, was man halt tun kann. Auch kleine Dinge zählen definitiv.
wie einer kleinen Anpassung des Lebens stehe. Aber natürlich, wenn es auf die politische Ebene geht, gibt es halt, ist es vor allen Dingen auch wieder das Informieren. Also zu schauen, wo kann ich und wie viel politischen Einfluss kann ich eigentlich nehmen. Also alleine durch Wahlen und so, sind einem da schon in der Demokratie nicht die Hände gebunden. Und sonst gibt es mittlerweile, haben wir auch einen sehr großen Luxus, dass das Thema Klimagerechtigkeit sehr weit verbreitet ist. Also man hat in den meisten Universitäten und auch Schulen, finden sich AnsprechpartnerInnen ein bisschen mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend laufen und vor allen Dingen auch sich den Ruck geben. Ich glaube, das ist so ein Hauptpunkt. Die Leute aus der Klimabewegung, vor allen Dingen, das kann ich ja von Fridays for Future Bereichen sprechen, sind alle sehr nett, wir beißen alle nicht. Und wenn man uns anspricht, werden wir auch freundlich immer zur Seite stehen. Wir haben Internetseiten, wo man sich informieren kann, okay, wo ist der nächste Standort? Genau, und dann geht das tatsächlich auch schneller, als man vermutet tatsächlich, dass man auf einmal ein Interview führt, ja. Das genau leitet sehr gut über zu der nächsten Frage, ja, weil jetzt meldet sich jemand bei euch bei Fridays for Future und sagt, ich möchte mitmachen. Wie läuft das dann jetzt weiter ab? Ja, gibt es spezielle Ansprechpersonen? Wie findet die Integration statt? Ja, dass ihr gemeinsam loslegt, dass man bei euch aktiv werden kann. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo man uns anspricht. Man kann es natürlich immer E-Mails schreiben, aber tatsächlich zum großen Teil werden wir auf Demonstrationen angesprochen von wegen, ah, jetzt will ich unbedingt mal mitmachen. Wie geht das denn eigentlich? Und dann haben wir ein ganz gutes System entwickelt, dass wir nach jeder, also hauptsächlich nach jeder Großdemo, so ein sogenanntes Onboarding haben. Das heißt also, man tauscht die Kontaktdaten aus und dann wird gesagt, hier, so und so vielten und so viel Uhr, kommen da und dahin zu unseren Räumen und genau, dann machen wir ein Onboarding. Dann ist es so ein bisschen die Leute, auch die neu sind, erstmal kennenlernen, damit man halt schon mal einen Ansatzpunkt hat. Wird ein bisschen in die ganze Systematik reingeführt, was für, wie kann man sich engagieren, was für AGs gibt es bei uns und was für Vernetzungsmöglichkeiten gibt es bei uns. Also wir haben auch Finta-Workshops und andere, also BPOC-Workshops, wo man sich dann nochmal mehr vernetzen kann. Genau, und dann geht man zu den, also am besten Fall zu den Onboardings und belegt die in Anführungsstrichen, vernetzt sich ein bisschen mit den Leuten und wird dann tatsächlich zum großen Teil eigentlich mit ins Plenum reingenommen. Also wir haben regelmäßig Pläne, wo halt besprochen wird, ah, was gibt es gerade für neue Sachen, was muss noch getan werden, was ist politisch gerade so aktuell. Und ja, kann sich das dann einfach mal anschauen und genau, wird dann auch relativ schnell in den sogenannten AG-Phasen dann quasi zu den AGs, auf die man Lust hat, quasi mit integriert und mit eingebaut und einem werden, wenn man möchte, kleine Aufgaben gegeben und so kommt man da immer weiter rein. Also ich muss sagen, dass wenn man es erstmal sich den Überwindung ge ja, den Ruck gegeben hat, ist die Integration durchaus sehr easy und wie gesagt, ich kenne keinen, der keine Freunde bei Fridays for Future gefunden hat. Jetzt habe ich eine Frage zu einem sehr relevanten Begriff, der immer wieder im Zusammenhang mit Klimaschutz diskutiert wird. Ja. Wie stehst du zu zivilem Ungehorsam? Ja, auch ein Thema, das wir in letzter Zeit sehr häufig haben. Wir von Fridays for Future verfolgen einfach eine andere Aktionsform. Also grundsätzlich Kritik äußern kann man nicht wirklich. Wir demo oder ja, führen nun mal Demonstrationen, weil wir das für die effektivste Art und Weise halten. Wir gehen davon aus, dass man die Bevölkerung mitnehmen muss, dass man der Demokratie Freunde gewinnen muss, dass man ja Leute auf seine Seite bringen muss und dass halt da ziviler Ungehorsam sehr schnell nach hinten losgehen kann. Ja, davon abgesehen, geht es halt auch vor allen Dingen um die persönlichen Dinge. Also, ja, wir von Fridays for Future sind halt nicht, ja, keine aggressiven Menschen in dem Sinne, dass man sagen könnte, okay, wir, ja, machen jetzt Aktionen, die uns irgendwie, ja, selber behindern könnten oder irgendwie volle Karacho in die Gesellschaft sind. Für die Aktionsform stehen wir einfach nicht. Wir ja, freuen uns mit allen Gruppierungen, die
ja, auf unserer Seite stehen, aber man hat natürlich auch Defizite und wir finden, dass halt einfach demonstrieren und ja, Schülis mitnehmen, die Leute ein gemeinsames Umfeld zu bringen, die effektivste und beste Art und Weise ist, Klimaschutz in der Gesellschaft zu verankern und auch zukünftig eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Genau. Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, ja, für dieses Interview.